Hallo ihr Lieben, hi, heute ist Halbzeit, noch genau 50 Tage bis zur Bundestagswahl. Wahnsinn, wie die letzten Wochen an uns vorbeigerast sind schon. Auch die letzten 10 Tage waren wieder ganz schön ereignisreich. Ich hatte wahnsinnig viele Termine, war eigentlich jeden Tag mehrfach unterwegs. Wir hatten eine Klimademo, wir hatten im MV in Firnheim, wir hatten Grüne Jugendklausurtagung, nur um mal 3, 4 Termine zu nennen. Und natürlich war die Kulturwoche oder die Kulturtour hier durch den Kreis. Mit dem Theater auf der Tromm, mit dem Europafilmfest und mit dem Open Air auf dem Festplatz vom Musiktheater Rex. Ja, und in den letzten 10 Tagen ist auch einiges passiert, was die Kampagne betrifft, so am organisatorischen Bereich. Plakate hatte ich schon erwähnt, sind da, sind jetzt auch schon gehängt in den ersten Kommunen. Ihr habt auch schon fleißig welche entdeckt und alle anderen Materialien sind auch gekommen. Früher als erwartet teilweise und wir können jetzt richtig schon losstarten. Heute war der erste Infostand in Heppenheim. Mit der Straßenkampagne haben wir quasi begonnen. Und ab jetzt gibt es mich jeden Samstag irgendwo im Kreis Bergstraße anzutreffen. Mindestens, manchmal auch freitags. Die Termine findet ihr alle online finden. Jetzt geht auch das sonstige Veranstaltungsprogramm los. Am Dienstag mit dem Auftakt genug geklatscht. Gute Pflege für alle. Podiumsdiskussion mit Cordula Schulz-Asche, mit Anna-Maria Schranz und Florian Gottstein in Mörlenbach. Die Veranstaltung wird live gestreamt. Wir werden all unsere Angebote, die wir in Präsenz machen, auch irgendwie digital ins Netz bringen. Entweder als Live-Angebot oder als Dokumentation dann zum Nachschauen, so wie beim Wolfgang Strengmann-Kuhn vor einigen Wochen. Ja, und was die Straßenkampagne betrifft, da will ich euch mal 2, 3 Sachen vorstellen. Das eine ist der neue Flyer, der Hauptflyer, der jetzt fertig ist, druckfrisch, noch nicht in der gesamten Auflage. Die wird erst in den nächsten Tagen fertig tatsächlich. Aber jetzt für den Infostand schon mal da gewesen. Und viel mehr will ich gar nicht verraten, aber es lässt sich auffalten und innen drin stecken ganz viele tolle Ideen der Grünen für diese Bundestagswahl. Eine Vorstellung auch von mir und natürlich von Annalena, unserer Kanzlerkandidatin. Ja, es gibt aber zusätzlich zu den Flyern und dem normalen grünen Material, die Hüte kennt ihr ja auch schon, noch 2 Besonderheiten. Das eine ist ein Kulli, ein grüner Kulli aus dem Odenwald. Speziell für diese Kampagne Welt mit Zukunft. Der ist nachhaltig hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit Ressourcen, die aus Deutschland kommen und die hier in Brenzbach im Odenwald verarbeitet werden. Also ein ganz regionales Produkt. Ich glaube, viel lokaler kann man Kugelschreiber gar nicht bekommen. Und eine kleine Besonderheit: der Alleskönner, ein kleines Multitool aus Edelstahl, mit dem ihr nicht nur den Einkaufswagen lösen könnt oder Flaschen öffnen könnt, sondern auch ein bisschen werkeln könnt, reparieren könnt, Schraubenzieher dran und so weiter. Also wer vorbeikommt bei uns, hat Glück und kriegt so einen kleinen Alleskönner aus Metall. Ja, das nur so als Teaser für die Termine. Ich freue mich, wenn wir uns sehen, jetzt in den nächsten Wochen. Es geht jetzt richtig los. Im Tagestakt kann man gewissermaßen sagen, ist irgendwas los hier. Kommt mit uns ins Gespräch über Inhalte, denn das ist der zentrale Punkt, bei dem es hier geht, bei dieser Bundestagswahl. Es geht um die Frage, wie wir unser Land in Zukunft gestalten wollen. Und da gibt es viel anzupacken, von der Klimakrise über die soziale Frage, ja, bis hin zu der großen Wende in allen Bereichen, die wir gemeinsam angehen müssen. Und ich freue mich auf die vielen Gespräche mit euch, auf eure Fragen, gerne auch hier bei Social Media und habe jetzt richtig Lust, in den nächsten Wochen loszulegen. 50 Tage bis zur Bundestagswahl und wir sehen uns in 10 Tagen hier wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.